Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen. Mein Name ist Ryoshi Asami1982. Hier auf diesem Sender, oder sagen wir mal hier auf diesem Channel, spielen wir Assassin's Creed, den ersten Teil. Und jetzt müssen wir aufsitzen und weiterreiten. Und ich hoffe mal, das ist nicht mal wieder so eine Endlos-Schitte, was wir letztes Mal... Warte, Großer. Ja, tut mir leid. Und ich habe noch was an der Grafikeinstellung gemacht. Ist schon wichtig, sieht man schon, oder? So. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal nicht so zaghaft sein. Hoppa. Und ich sehe, wir haben bald den einen Punkt erreicht, wo wir gleich lostreiben müssen. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Besiegen Sie ihn, indem Sie seine Beine brechen oder ihn zu Boden. Ja, schon klar. Würde ich gerne machen. So, dann mal weiter. Oh. Ist er auf der Flucht? Nee, ich fliehe nicht. Er sollte keinen Ärger machen. Ich mach keinen Ärger. So, wo jetzt lang? Ich habe zwei Ziele. Gehe ich jetzt Richtung Jerusalem oder? Okay, ab hier langsam laufen, da weiß ich ja. Ich kann nicht schnell. Ich glaube, ich muss die eine Abzweigung da lang, ja. Beobachten uns. Ja, ist schon klar. Nee, wir reiten da lang. Richtung hier. Ich glaube, es ist Jerusalem, oder? Keine Ahnung. Oh, weiß ich jetzt nicht. Na gut, wir reiten mal wieder in Schritttempo. Ist auch echt ätzend, würde ich mal sagen. Echt ätzend. Sobald wir das los sind. Ist da noch einer? Ich weiß nicht. Ist da noch ein Gegner? Ich habe keine Ahnung. Ist irgendwie das Dumme dran. Ich meine, was soll ich sagen? Ich kann nicht feststellen, wo die Gegner sind. In Assassin's Creed 2 ist es halt so, dass die Gegner rot angezeigt werden. Hier werden die Gegner nicht angezeigt. Das ist doof. Verdammte Axt. Ja, wir müssen erstmal warten, bis wir vom Blickfeld diesen einen Soldaten hier weg sind. Ja, gut. Dann mal los. Ein weiterer Checkpoint erreicht. So, oh, Soldaten, das ist nicht gut. Das sind Soldaten. Nicht das, das. Ich brauche die Karte. Okay. Na. Nach Akron. Ach, da geht's nach Jerusalem. Nee, wir gehen dahin. Weg, würde ich mal sagen. Ein sehr weiter Weg. Ich glaube, da herrschen nicht die Assassinen. Echt ein Prickeln, wenn... Ja, die Soldaten sehen mich. Das heißt, ich kann nicht schnell reiten. Je parie qu'il nous observe en ce moment. Ja, schon klar.
Lasst mich einfach in Ruhe und ich tue euch nichts. Hier wird es echt schwierig. Wow, 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 wow. Ja, Dorf heißt gleich mal irgendwo Soldaten. Und auf die Soldaten habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Ja, und da drüben sind die Soldaten jetzt. Ja, und auf die habe ich jetzt im Moment keinen Bock. Auch wenn ich jetzt vom Kämpferischen her im Vorteil bin. Ja, ich kann jetzt die Konterangriffe sehr gut. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Boah, Mann. So, da ist jetzt noch eine... Ja. Da ist noch die Frage, soll ich Assassin's Creed 2 noch spielen? Oder eher nicht? Ich weiß nicht. Dann müsste ich ja noch die ganzen dazu ergänzten Geschichten noch vortragen. Das ist ja auch ganz toll. Nee, ehrlich gesagt weniger. Wow, hier sind ja so viele Tempelritter. So viele Templer. Also wenn wir uns jetzt hier ziemlich scheiße benehmen, das wäre dann gar nicht so toll. Wir müssen weiter hier ein bisschen einen auf ganz lieb und nett machen. Ja, leider. Leider, leider, leider. Ja, und sobald ich da bin, glaube ich, mache ich auch mal eine Aufnahmepause. Ich meine, okay, ich brauche ein bisschen Pause. Dann geht es auch wieder weiter mit den anderen Sachen. Meine eigentlichen Projekte. Ja, ihr seht ja, ich habe die Schatten wieder eingeschaltet. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die Schatten nicht eingeschaltet. Und jetzt seht ihr... Ja, seht mal halt... Ja, da ist mein Schatten. Oh, das sieht so schön aus. Hat was. Hat ehrlich was. So, dann reiten wir etwas schneller. Ich würde gerne meinen Schweinsgalopp werfen. Wow. Ja! Okay, ein weiterer Checkpoint ist erreicht. Ich weiß nicht, bin ich hier nicht falsch? Keine Ahnung. Okay. Ich muss also hier lang. Wäre ich nicht schon längst vom Blickfeld dieser Soldaten weg? Müsste ich eigentlich. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal hier unterwegs bin, dann werde ich diese Reitszenen einfach mal canceln. Oder sagen wir mal, wegschalten. Ja, ich reite schon langsam. Weil ich darf einfach keine Aufmerksamkeit erregen. Naja, später wird es ja sowieso sein, dass wir per Schnellklick ja auch weiterkommen. Das ist auch kein Problem. Das ist wie Musik. Oh, super. Na, wir haben die mich wohl erkannt. Super, wir haben die mich erkannt. Oh, my God.
Entschuldigung. Ah, kann doch nicht wahr sein. Okay, wir müssen uns beeilen. Oh, hi, Soldaten. Wow, das war knapp. Naja, wenigstens kamen wir etwas schnell voran. Auch wenn das ein bisschen shit war. Ich meine, die haben nämlich erkannt. Ich bin ganz langsam geritten. Das mit der Aufnahmepause wird sich ein bisschen vorauszögern. Vorauszögern? Ja, eigentlich vielmehr ein bisschen. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner ja, schnell schon auszuschalten. Schon klar. Ich glaube, das wird wohl doch ein bisschen später sein. Höchstwahrscheinlich, wenn ich unseren Assassinenversteck aufgesucht habe. So, wird gespeichert. Supi. Ja, hier tut sich keiner was. Ich meine, hier ist es egal. Wow. Was für ein Drecksloch. Oh. Ganz schön dreckig hier. Niemand wird dir helfen. Nein, bitte, ihr tut mir weh. Ein Frage. Nicht schwer. Nee, das war nicht gut. Das aber. Oh, tschüss. Und du auch. Na komm. Ich weiß, ihr könnt es. Dafür wirst du bezahlen. Und okay. Ist das gemein? Nö. War das der letzte? Ja. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Kein Problem, mein Lieber. Kein. Ein böses Omen. So. Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Keine Ahnung. Jetzt wird es doch ein bisschen leichter. Oh. Die armen Menschen. Hier gibt es wohl ganz schön viel Leid und Tod. Wer war das? Keine Ahnung. Oh je, ich hab Husten. Keine Ahnung, wie oft denn noch? Ich weiß nicht, wer das war. Ja, hier gibt es noch mehr Aussichtspunkte. Wow. Es stinkt hier. Alter, ich habe keine Münzen. Geh weg. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld.
Ja, geh. Geh arbeiten. Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Schrei, wie du willst. Es wird nicht ändern. Tu dir das nur. Du Heide. Jetzt wirst du sterben. Und du jetzt. Na komm. Das war's nicht wert, oder? Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Danke. So was getan hat. Das war's. Ach, okay, ich werde mal gucken, wo ich hier den nächsten Aussichtspunkt finde. Wir müssen nur darum bitten. Und so sage ich euch, bereut! Legt euch vor ihm nieder und gesteht eure Sünden. Er wird euch vergeben, denn er ist ein gnädiger Gott. Um Vergebung bitten müssen wir. Denn nur mit reinen Herzen und Seelen so ein Schwachsinn. Ach, Mensch. Ah, da ist ja mein Ziel. Ach, sei doch still, Mann. Ah, oh, super. Das Rüberspringen war wohl nicht besonders gut. Ja, ich habe es mir ein bisschen zauberhafter vorgestellt. Wow! Oh, nicht die! Wenn du krank bist, dann geh zum Arzt. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Dann geh weg. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Haut ab. Aber ich brauche doch Geld, Hau Herr. Ab. Ich bin arm, krank und hungrig. Ich schlag dich gleich. Dieser Mann nur. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ja, ich. So, jetzt, da hoch. Wir brauchen keine Zeugen. Oder doch? Nee, brauchen wir nicht. Keiner muss wissen, was wir hier machen. So, dann wollen wir mal. Aktualisieren wir mal die Karte. Dann wissen wir ganz genau, wo unser Assassinenversteck ist. Er speichert und hopsen wir mal runter. Yay! Ja, irgendwie habe ich heute weniger Motivation als sonst. Ah, eine Karte. Das ist ja noch eine Flagge. Und gespeichert! So. Den Moment mal. Ich habe keinen Bock auf die Olle da. Jetzt muss ich außen rumgehen, so ein Dreck. Vertrieben sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden zurück. Mal zuhören.
bisschen Geld, ein paar Münzen. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Gut, setzen wir uns hin. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Der Doktor? Also wird das hier eigentlich mein Arzt? Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Hau ab, sonst verprügele ich dich, du. Ach, schauen wir diese Nerven. Ich habe Hunger. Oh, ich brauche Geld. Sorry, ich bin gegen mein Mikro gekommen. Okay, da komme ich leider nicht hoch. So, also wissen wir mal schon so viel, dass es hier um einen Doktor geht. Warum bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Ich habe keine Münzen. Dieb! Das wird dich lehren, du Stier! Hier sein. Was Geht. Hab ich denn falsch gemacht? Sagt es mir doch! Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Wieso? Halt es ein! Bitte! Ihr tut mir weh! Aus dem Weg! Hier endet mein toter Mann! Hilfe! Das muss ich mir nicht anschauen! Was ist los? Irgendwie habe ich dich nicht besser in Erinnerung. Danke, vielmals. Sie sagten nicht, was Sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in Ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Kein Problem. Wer würde so etwas Verwerfliches tun? So, wir haben schon mal eine gute Tat vollbracht. Da können wir nicht rein. Naja, okay. Wenn wir da nicht rein können, dann müssen wir uns einen anderen Weg finden. Aber ich glaube, erstmal ein Assassinen versteckt, da sind wir auch sicher. Gute Güte. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Wäre es nicht lustig, wenn ich dich verletzen würde? Ja, das wäre um einiges witziger. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Lass mich vor, ich habe nichts getan. Stirb, du Dieb. Hilfe, so hilf mir doch nicht. Was sagst du mir? Heil, das wirst du bezahlen. Na. Siehst du denn nicht, dass du schon verloren hast? Na? Komm. Na komm. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Was ist hier passiert? So, jetzt haben wir wieder mal ein bisschen Hilfe bekommen von großen, starken Männern. Oh. Ich stehe euch bei bis zum Ende. Was mag hier vorgefallen sein? Wer kann sowas getan haben? Ich.
Ich bin das Arschloch, was es hier alles kaputt klaut. Ja, ich merke gerade, ich bin ein bisschen demotiviert. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mich erkältet habe. Kann möglich sein, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich müsste husten. Ha. Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Gar nicht. Warum tut er das? Yeah. Habt ihr das gesehen? Ha. Was denkt sich dieser Mann nur? Ich denke mir dabei, dass es einfach lustig ist. Okay, jetzt hier weiter. Okay, hier einmal. Scheinkleister. Das war eigentlich nicht so gedacht. Aber geiles Ding, ich bin schon hier. Assassinenbüro. Yay! Hallo, ich bin zu Hause. So. So, dann gehen wir mal rein. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Danke. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. So, dann werden wir mal rausgehen. Ja, was machen wir jetzt? Auf jeden Fall erstmal aufhören für heute, denn ich bin total kaputt. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich irgendwie speichern? Anscheinend nicht. Na gut, dann werde ich erstmal so aufhören. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, ich sagte mal, bis dann. Ich bin die Yoichi Asami 1982. Und beim nächsten Mal wird das Kommentieren wahrscheinlich etwas besser, weil ich, ja, wie gesagt, nur am Husten bin und das ist nicht so toll. Na gut, dann viel Spaß noch. Ich werde demnächst, wie es aussieht, Assassin's Creed 2 noch let's playen. Mal sehen, ob das klappt. Also, bye!